Was zum? Wer bist du? Geh weg von mir! Weg! Ich hab einen Stock! Pass auf, ich bin ein gefährlicher Magier! Gott, ist der Boden unangenehm! Oh, ist das unangenehm, mit diesem Boden zu schlafen! Oh, ist das unangenehm! Wie bitte? Redest du immer so viel? Ich bin momentan immer nur, wenn ich Angst habe. Du siehst niedlich Warum aus. Hast du Angst? Dankeschön, ich kratze dir gleich die Augen aus. Du kratzt mir gleich die Augen aus, okay. Du hast gesagt, du willst mich mit einem Stock hauen. Warum? Oh, du hast mich erschrocken! Ui Gott, hast du große Eier auf dem Rücken. Ich hab doch nur Hallo gesagt. Was habe ich auf dem Rücken? Große Eier auf dem Rücken. Eier? Ja, ich habe auch große Eier auf dem Rücken. Schau mal. Das sind Krallen, du Depp. Also bei mir sind das Eier und es sieht aus wie zwei Pobacken. Nein, das sind Krallen. Krallen. Und du bist gefährlich, sagst du? Nein, eigentlich bin ich nicht gefährlich. Ich bin ein Magier. Also hast du sowas? Oh, was ist das hier? Das sieht aus wie ein Oder Magier. Oder sowas? Okay. Also bist du nicht gefährlich. Das Einzige, was ich habe, ist dieser Stock hier und noch dieser Stock und noch... Oh, guten Tag, Frau Huhn, Sie begleiten mich schon die letzten Tage hier. Guten Tag. Also eigentlich bin ich erst gestern hier aufgewacht. Ich verstehe nicht ganz... Warum guckt das so verstört? Was, das Huhn? Ja. Wir haben gestern Poker gespielt. Und was? Ich habe die ganzen Eier gewonnen. Nein, kein Strip-Poker. Eiergewinn-Poker. Eiergewinn-Poker? Ja, genau. Sie haben hier eine schöne Insel, um zu sein. Warum sind Sie hier? Ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, aufgewacht. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie ist alles noch ein bisschen sehr verschwommen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass meine Magie hier nicht funktioniert. Was ist denn Magie? Magie ist Zauberei. Verstehst du? Hexerei? Ja, kann man auch darunter zählen, ja, genau. Okay, warte, das weiß ich noch. Das haben mir meine Leute früher immer erklärt. Dann brauchen wir 1, 2... Oh, wow, das ist aber eine sehr hohe Baukunst für Katzen. Ja, dann stell dich bitte mal dahin, dann zünde ich dich an. Nein, ich bin kein Hexer. Ich bin ein Magier. Aber du hast gerade gesagt, du betreibst Hexerei. Eine Frage, was bist du eigentlich? Du bist eine sprechende... Eine Schiffskatze. Eine Schiffskatze, die spricht. Ja, warum soll ich nicht sprechen? Du sprichst doch auch. Ich spreche, ja, aber ich sehe diese Kuh hier nicht sprechen. Okay, gut, ja, ich nehme es zurück. Sie ist als Kind vom Baum gefallen. Sie ist als Kind vom Baum gefallen und deswegen ist sie jetzt dumm und spricht nicht. Erklärt einiges. Ja. Ich sehe, die Sonne geht mal wieder unter. Ich glaube, ich kümmere mich mal um meine Möglichkeit zu schlafen. Denn das Einzige, was ich habe, ist dieses Drecksloch und ich brauche ein angenehmes, gemütliches Bett. Ein angenehmes, gemütliches Bett? Was? Ein angenehmes, gemütliches Bett. Du hast ein Bett? Nein, eben nicht. Das ist ja das Problem. Genau darum muss ich mich jetzt kümmern. Um ein Bett. Oh, okay. So, ja. Ich habe mich gestern daran gewohnt, Warum mit Händen zu arbeiten. Bett? Ich habe nämlich seit 300 Jahren nichts mehr gemacht. Mit Händen. 300? Das sind mehr als Wie bitte? Das sind mehr als zwei. Ja, das sind um einiges mehr als zwei. Hast du keine Belohnung für mich? Ich habe was Richtiges gesagt. Tut mir leid, aber ich bin selber knapp mit Ressourcen. Wenn du willst, können wir zusammen Fische fangen. Ich habe hier nämlich eine Angelrute. So eine habe ich auch. Ja, dann lass uns zusammen Fische fangen und nachher um das Bett kümmern. Weil langsam beginnt mein Magen zu krummeln und das Einzige, was ich habe, sind Eier... Aber ich habe noch Fische. ...und zwei Vergammel... wie viele Fische hast du dort? Das sieht lecker aus. Oh. Aber die sind schon gebraten. Du magst doch bestimmt lieber sowas hier, oder? Nein, ich mag gebratene. Das Fleisch habe ich selber auch. Das ist eklig. Ich hab da in der Nacht daran gerochen. Dafür, dass du Hunger hast, bist du ziemlich wählerisch. Ja, ich esse doch nicht so etwas. Das ist verrottetes Fleisch. Das benutze ich eigentlich für Attackentränke und für drum und dran, um Leuten Schaden zuzufügen.
Was sind Drum und Dram? Sind das Tiere? Ich habe mal davon gehört, aber die hießen alle. Wie hießen die denn? Dromme hier? Dromme dort? Ich weiß es nicht. Du meinst Dromedas? Ja. Genau, ja, ein Dromedar. Ja, ich weiß, dass ich wählerisch bin, aber ich will ja auch, dass es schmeckt, hey, oder? Hey, hier geht's hoch. Ja, ich versuche hier eigentlich gerade ein kleines Haus zu errichten, weil da bin ich ja sicher. Aber das Problem ist, ich brauche eine Schlafstätte. Das bedeutet, ich brauche Sicherheit. Du kannst doch hier schlafen. So, ja, wo? Da oben? Hier, ja. Oh Mann, schau mal. Das sieht bequem aus. Komm Magier mal. Und Katzen können nicht in der gleichen, können nicht so, ich kann nicht in einem Baum schlafen, okay? Ich habe keine Krallen und kein Gleichgewicht. Aber, du hast kein Gleichgewicht. Wie läufst du dann? Ich habe ein schlechtes Gleichgewicht. Ein ganz einfaches, ein menschliches. Guck mal, damit geht's schneller. Was? Mit was? Was? Eine Steinaxt? Woher hast denn du die? Gemacht? Hui! Huh. Ist mir gerade mein Holz runtergefallen. Ja, runtergefallen. Das hab nicht ich aufgehoben. Das hab auch nicht ich aufgehoben. So, dann machen wir hier ein Holz. Schön. Und hier ein Holz. Wohin gehst du? Ich platziere hier für uns da. Ein. Guck, ich bin auch ein Zauberer. Hexerei. Du bist ein Zauberer? Ja, du kletterst einfach nur die Ranken hoch. Ich bin einfach nur zu... Oh Mann, ich brauche eine Ausrede. Ich bin zu magisch, um zu klettern, okay? Nach 300 Jahren verliert man halt die Stärke. Dieser Baum schwebt. Machen das alle Bäume hier? Keine Ahnung, ich habe mich bis jetzt nur mit wenigen unterhalten. Manche sind unhöflich, aber viele sind nett. Ich merk's. So, weißt du... Könntest du mir bitte nochmal ganz genau sagen, warum du dem Baum hier wehtust? Weil ich ein Haus bauen muss und ich von diesem Baum ein Baby bekommen habe, das ich nachher platziere. Du hast dem Baum ein Baby... Nein. Der Baum hat mir ein Baby gegeben. Und dafür, dass ich mich um den Baum kümmere, muss ich dem Baby, ich muss ein Haus bauen, tut mir leid. Warum musst du ein Haus bauen? Ja, weil ich irgendwie leben muss. Und ich habe Angst dort unten. Aber tust du doch. Was muss ich? Du kannst doch einfach hier schlafen. Ja, aber das ist unangenehm. Ich meine, das sind Blätter. Ich kann es ja mal versuchen. So. Nein. Das ist zu unangenehm. Definitiv zu unangenehm. Das ist unangenehm. Nein, ich brauche ein anständiges hier, Bett, verstehst du? Etwas Weiches. Da ist doch bequem. Hier ist so, das ist bequem. Eine Frage. Bleibst du diese Nacht bei mir, oder was? Kannst ja versuchen, mich zu vertreiben. Nein, ich will dich nicht vertreiben. Gesellschaft tut mir gut. Ich meine, ich bin jetzt seit gestern alleine, darum verstehe nicht, was los ist. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht genau. Aber ich weiß nur, Also war mal, du bist nicht von einem anderen Schiff hierher gekommen. Ich dachte, du bist auf der Durchreise mit dem Katzenfreund. Mit dem will ich zwar nicht mitreisen, aber... Nein. Ich bin auf der Suche nach anderen Wesen und du bist ein anderes Wesen. Weil ich bin auf einer Insel gelandet, weil irgendjemand, der böse war, ein Schiff versenkt hat. Wer hat ein Schiff versenkt? Weiß ich nicht. War aber böse. Hört sich gut an. Ja, der war böse. Aber er hatte bestimmt seine Gründe. Böse zu sein? Ja. Schau mal, du magst ja irgendwie so auf Ästen liegen, wie ich das bisher gemerkt habe. Oh, tut mir leid, das ist ein Spinnenauge. Das brauche ich dann eventuell, falls ich Tränke zubereiten kann. Für die braucht man wenigstens keine richtige Magie. So, schau mal, jetzt kannst du hier schlafen. So, jetzt mache ich dir sogar noch ein Stück Holz hin, da kannst du ja drüber klettern. Siehst du? Das ist aber lieb. Ja, kein Problem. Solange die Gesellschaft hier ist und die Gesellschaft gut ist, bleibt alles bei der Kompanie. So. Oh. So. Das finde ich toll hier. Ah, das tut weh im Kopf. Was? Mach das weh. Oh mein Gott. Was machst du denn? Was machst du hier? Das hat weh. So, damit das nicht mehr geschieht, habe ich dir ein bisschen Platz gemacht. Dankeschön. Darf ich mit Fackel in der Hand schlafen? Oh, sag doch früher, dass du eine Fackel hast. Wie viele Fackeln hast du? Mehr als zwei. Hast du mir vielleicht eine? Oh, ups. Au,
Wow. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Eine? Eine Fackel, ja, genau. Ist das weniger oder mehr als zwei? Eine Fackel ist weniger als zwei. So, damit also der Baum nicht mehr eins. Schläft. Eins. Eine Fackel. Eins. Eins. Danke dir. So, und tada, wir haben ein schönes Häuslein. Was heißt du davon? Das macht mich aber ziemlich müde, was wir hier machen. Also im Endeffekt das Zugucken. Das Zugucken macht müde. Ich bin auch müde. Dann gehe ich jetzt schlafen. Tschüss. Ich gehe jetzt nun auch schlafen. Du wirst mich doch nicht in der Nacht einfach essen, oder? Nein, ich glaube gar nichts. Ich bin glücklich, dass ich hier Gesellschaft habe. So, also. Ich habe nicht gefragt, ob du was klaust, sondern ob du mich essen willst. Allein die Tatsache, dass du der Frage ausweist, macht mir Angst. Ich habe nicht vor, dich zu essen. Gut, ja. Oh Mann, muss ich jetzt wieder auf dem Holzboden schlafen? Oh Mann, ey. Oh, na du gut, in dem Fall. Gute Nacht, Katze. Gute Nacht, komischer Typ. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Katze, hast du doch gerade gesagt. Okay, du heißt Katze? Nö. Ja, wie ist denn dein Name? Ja, Katze. Okay, gut, Katze. Freut mich, dich begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Masitrix Gamimode. Hallo, Masitrix Gamimode. Oder. Also, gute Nacht.